nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir Filme anschaue, die jetzt nicht unbedingt als Fantasy oder ähnliches gekennzeichnet sind, von denen man ausgeht, dass sie halbwegs logisch sein könnten, Menschenverstand, und die sind es dann nicht, dann möchte ich manchmal ein bisschen ausrasten. Horrorfilme sind da ja ganz groß drin. Also bei so manchen Sachen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie so Splatter-Movies, da erwartet man ja auch nichts anderes, sage ich jetzt mal. Wenn ich mir ein Splatter-Movie anschaue, möchte ich einfach nur 12.000 Liter Kunstblut sehen, die auf möglichst kreativste Art und Weise aus irgendwelchen Leuten, ich nenne es mal, rauskomplimentiert wird. Gespuckt. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen Psycho-Thriller anschaue, erwarte ich halbwegs logische Handlungen. Zum Beispiel, in Horrorfilmen sind immer irgendwo im Haus oder der Wohnung Türen oder Fenster oder Balkontüren, Fenster, Glas. Öffnungen aus dem Gebäude hinaus nicht zu. Oh, es ist Winter und ich bin allein in meinem Haus hier im Wald am Rande einer Klippe 45 Minuten von der nächsten Zivilisation entfernt. Ich denke, ich sollte mit offener Balkontüre schlafen. Die Leute hängen auch irgendwie immer in so seltsamen Kulissen rum. In Holzsägewerken zum Beispiel, stillgelegten Irrenanstalten aus dem Dritten Reich, Kellergewölben oder alten Atomreaktoren, manchmal auch einfach nur im Wald. Aber wenn es im Wald ist, dann in einem Hexenwald. Am Rande einer Klippe 45 Autominuten von der nächsten Zivilisation entfernt. Jo, was geht? Sollen wir uns treffen? Ja klar, wieso denn nicht? Supi, wo denn? Ach, ich weiß auch nicht, vielleicht im Starbucks. Oder ich komme vielleicht zu dir und wir hängen ein bisschen bei dir in der Bude ab. Ja, das klingt schon alles gut, aber wie wäre es denn mit dem alten Sägewerk in dem Wald am Rande der gesperrten Straße, wo sie damals das Massengrab ausgehoben haben? Jo, klingt gut, nicht? Bin auch noch für eine Stunde da. So, und wenn die Leute sich dann nämlich da treffen, dann kannst du eigentlich sicher davon ausgehen, dass niemand von denen jemals irgendwo in dieser Lokalität oder an diesem Ort Handyempfang haben wird. Niemals. Ich meine, ich habe selbst in der größten Pampa habe ich Handyempfang. Aber diese Menschen fahren über Straßen und haben nie Handyempfang. Niemals. Oder vielleicht auch meistens kein Handy dabei. In den alten Filmen gab es noch keine Handys. Aber da war es die nicht funktionierende Telefonzelle. Natürlich, was nicht fehlen darf in jedem guten, sinnvollen Horrorfilm, ist es immer so, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem, ich setze jetzt mal voraus, dass es eine Gruppe von Leuten ist, ein komisches Geräusch aus der Gegend um sich herum wahrnehmen. Man könnte ja grundsätzlich hingehen und sagen, jetzt wenn man ein bisschen Lungenschmerzen, ach, ich ignoriere das Geräusch, es könnte ja ein Waschbär oder ein besoffener Penner sein, aber nö. Ich meine, wenn es jetzt schon nach was Gruseligem klingt, so wie jetzt beispielsweise in The Grudge, wo dieses Geräusch die ganze Zeit kommt, dann wäre es natürlich viel logischer. Man würde, lass mich verrückt sein, ins Freie zum Beispiel rennen, in der Gruppe bleiben und die Polizei rufen. Aber stattdessen passiert immer Folgendes. Oh, ich habe da ein seltsames Geräusch gehört. Kommt, wir sollten uns trennen und nachschauen, was da los ist. Ich gehe zuerst. Ja, nein, das ist keine so schlaue Idee. Macht das dann. Zusammen. So, und wenn es dann endlich soweit ist und der psychopathische Todeskiller aus der Klapsmühle mit Hakenhänden und Hakenfüßen hat sich dann der Gruppe gezeigt, dann geht es jetzt richtig los. Weil dann fängt die Verfolgungsjagd an. So, und was würde man jetzt als erstes logischerweise machen, wenn so ein verrückter Messerhakenhandschwingender Irrer hinter einem her ist? Genau, man läuft möglichst eine Treppe rauf oder eine Treppe runter, je nachdem, ob man im Keller oder auf dem Dachboden ermordet werden will und versteckt sich in einem am besten fensterleeren Raum in einem Wandschrank ohne Fluchtmöglichkeiten nach hinten, links oder rechts. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, hier ist das richtige Versteck. Mache ich erstmal einen Snap. Hehehe.
Sehr logisch ist übrigens auch während dieses Katz-und-Maus-Spiels mit dem Killer, schleichen die Leute ja nicht etwa leise durch die Dunkelheit, um möglichst nicht gefunden zu werden. Nein, nein. Die Leute gehen durchs Dunkel und betreten einen neuen Raum, von dem sie ja noch nicht wissen, was sich da befindet, weil sie können nicht sehen, denn es ist dunkel. Und anstatt sich leise da durchzuschleichen, machen sie Folgendes. Verdammt. Das hat er jetzt aber nicht gehört, oder? Ich glaube, ich habe in einem Horrorfilm noch nie jemanden richtig schleichen sehen. So, Psychokiller haben ja auch nie unspektakuläre Waffen. Was ich ja jetzt aber nicht negativ finde. Eine Pistole zum Beispiel. Weil dann wäre ja ping vorbei. Die haben immer irgendwie Äxte, Killer, Kettensägen des Todes, Samurai, Schwerter mit Nägeln drin oder Holzlatten der Höllenverderbnis aus der Hölle oder eine Machete. Manchmal auch sowas ganz Absurdes. Was ist denn das hier? Ein kleines oder ist es da in der Ecke hier so? Das ist eine coole neue Funktion von YouTube, die ihr jetzt auch übrigens nicht nur per PC, sondern per Handy klicken könnt. Klicke drauf. Da könnt ihr draufklicken und da passiert etwas ganz Kurios, Fantastisches, was euer Leben total bereichern wird. Und außerdem kommt ihr zu meinem Video beim lieben Top 10, wo ich Gastsprecherrolle war. Und wenn ihr da draufklickt, dann seid ihr viel glücklichere Menschen, als ihr es vorher wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!